Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Aktionär-TV-Interview. An meiner Seite, Sie sehen es natürlich schon, Andreas Deutsch ist bei mir. Hallo. Hallo Marco. Wir hatten lange nicht mehr das Vergnügen in den letzten Wochen, wir waren meistens im Homeoffice. Du hast uns trotzdem immer hier informiert, donnerstags, über die Entwicklungen bei zum Beispiel Amazon, das wollen wir auch heute tun. Stichwort Branchenrotation, das haben wir in dieser Woche gesehen. Die eigentlichen Corona-Gewinner-Werte liefen nicht mehr so gut, dafür liefen die Verlierer jetzt besser. Das ist aber natürlich ein Corona-Gewinner eigentlich. Da ist auch in den Wochen davor ja eigentlich schon ein bisschen wenig passiert. Rechnest du jetzt damit, dass wir noch eine Durchstrecke sozusagen noch länger gehen könnte? Also ich bin ja grundsätzlich sehr bullish für Amazon, weil das Geschäftsmodell einfach stark ist. AWS, Cloud, E-Commerce, dann natürlich noch diese ganzen Sachen, wo Amazon dann einsteigen könnte, wie den Medikamentenversand. PillPack hat man vor 2 Jahren übernommen. Also da ist auf jeden Fall noch viel Fantasie drin. Aber du hast es richtig gesagt, im Moment guckt sich die Börse um. Die Börse spielt jetzt die Zukunft. Die Börse spielt natürlich jetzt auch diese Comeback-Story, weil jetzt sehr viel geimpft wird. In Deutschland kriegt man das jetzt nicht so mit. Da ist die Stimmung halt durch diesen unfassbar schlechten Impfstart sehr gedrückt. Aber in Amerika, da kommt man sehr gut voran. Und das ist ja nun mal der wichtigste Markt für Amazon. Naja, und wenn die Leute dann wieder, man sagt ja, die Leute haben volle Geldbörsen, wenn sie dann wieder die Normalität spielen, das Geld dann halt eben nicht bei E-Commerce ausgeben, sondern sich dann eher eine Urlaubsreise leisten oder ein Besuch in Disney World, kommen wir gleich zu Disney, könnte natürlich dann auch hier weiter den Kurs belasten. Wir haben hier von der Charttechnik eine sehr, sehr zähe Seitwärtsphase. Seit Monaten tut sich hier eigentlich nichts. Wenn wir jetzt hier die Durchschnittslinien GD100 und GD50 noch sehen würden, dann sehen wir halt wirklich dieses Spiel immer wieder um diese beiden gleitenden Durchschnitte. 6-mal hat die Aktie die beiden GDs zurückerobert. Jetzt sah es vorgestern so aus, als wenn hier nochmal oder als wenn hier die 200-Tage-Linie dann in Gefahr geriete, ist dann nochmal abgewendet worden. Also jetzt kann man auch sagen, Seitwärtstrend noch intakt. Aber klar, also wenn die Linie hier bricht, dann wird es ungemütlich. Dann hätten wir hier, dann das wäre jetzt, glaube ich, die nächste Marke dann. Und ja gut, dann muss man dann schon im schlimmsten Fall dann Richtung 2500 Dollar schauen. Also nach wie vor Geduldsprobe. Wie gesagt, mittel- bis langfristig definitiv eine Kaufchance. Aber kurzfristig, man sieht es ja. Disney, du hast gerade erwähnt, das haben ja viele Tech-Werte korrigiert in dieser Woche. Disney ist ja so ein Mischkonzern sozusagen, weil natürlich hat man die Tech-Branche oder Sparte mit Disney Plus und Disney Star jetzt ja auch seit dieser Woche, oder ist ja integriert. Aber natürlich ist auch Old Economy, die Freizeitmärkte, wollte ich schon sagen, Freizeitparks. Die Themenparks. Die Themenparks, die sind natürlich auch jetzt, man hofft darauf, dass die jetzt bald wieder alle aufmachen dürfen. Genau. Also wie ich eben Amazon gesagt habe, das wird natürlich jetzt gespielt. Du hast es gut gesagt, also Mischkonzern, obwohl ich denke, dass Streaming auch weiterläuft. Das ist natürlich dann die Frage, was passiert da mit dem Kinogeschäft? Ja. Na, weil jetzt, wenn die Leute alle Streaming zu Hause haben, wer geht dann noch ins Kino? Ich glaube, dass es immer noch sehr viele machen werden, weil ja auch sehr viele Blockbuster auf Halde liegen. Und naja, so ein richtiger Filmfan, der gönnt sich dann auch mal James Bond im Kino und wartet dann nicht, bis er bei Streaming liegt. Aber auf jeden Fall ist im Moment hier die Aktie, was die Aktie antreibt, auf Rekordhoch übrigens Disney, diese Aussicht auf die Normalität in Amerika, die Themenparks, die ja im ersten Quartal überraschenderweise gut gelaufen sind, also besser als erwartet gelaufen sind. Und ich glaube, was man jetzt im Moment sieht, da in Israel, da haben die Schwimmbäder ja schon wieder auf. Und in England, in Großbritannien, nachdem Boris Johnson gesagt hat, man darf dann ab Mai wieder Auslandsurlaub machen, sind ja die Buchungen durch die Decke gegangen. Bei TUI war es, glaube ich, TUI UK, eine Versechsfachung der Buchungen innerhalb von einer Woche. Und das ist natürlich ein Vorgeschmack auf das, was Disney passiert, wenn die Themenparks wieder komplett aufhaben und alle aufhaben. Ne? Und wahrscheinlich werden die Leute ja trotzdem ihr Disney Plus Abo behalten. Irgendwann ist man ja auch mal zu Hause, wieder aus dem Urlaub zurück oder was auch immer. Da wird man nicht unbedingt kündigen, also Win-Win für Disney. Und da kann man natürlich auch wieder drehen. Also viele Drehs wurden ja gestoppt. Ja. Und klar, das wäre natürlich dann auch wieder ein Boost, wenn man dann auch wieder Content liefert. Also sieht rosig aus, die Zukunft hier. Nautilus, auch das ein Wert, der eigentlich von Corona profitiert. Jetzt eben nicht, musste abgeben, deutlich abgeben. Fitnessstudios in Großbritannien, da wurde wieder bekannt, ab 12. April. Ja. Bei uns gibt es noch keinen Plan, soviel ich weiß. In Amerika weiß ich es gerade nicht, aber natürlich, wenn die Fitnessstudios. Bei uns gibt es keinen Plan. Aber wenn die Fitnessstudios dann doch irgendwann mal alle wieder öffnen dürfen, muss man sich dann Sorgen um Werte wie Nautilus machen? Naja, wir haben ja uns hier schon Sorgen machen müssen nach dem Absturz, nach den Zahlen. Psst, dumm gelaufen. Wir hatten sie im Aktionär als Empfehlung.
Wir haben sie ja eine ganze Weile schon auf der Agenda gehabt. Klar, dass irgendwann die Fitnessstudios wieder aufmachen, das ist jetzt nicht so überraschend. Der Trend war natürlich so, oder die Idee war natürlich bei Nautilus, dass 60% sagen, mir gefällt zu Hause im Home Gym so gut, ich brauche gar kein Fitnessstudio mehr und ich bestelle dann halt weiter mein Equipment. Nur war es so, dass die Erwartungen relativ hoch waren bei Nautilus und die Zahlen ausgerechnet dann in diese Phase, diese Marktphase reingelaufen ist, wo eine Überreaktion war und die Corona-Gewinner dann wirklich abverkauft worden sind. Und dann hat Nautilus halt im Ausblick gesagt, im ersten Quartal wird es durch die gestiegenen Rohstoffpreise auf die Margen gehen. Ja, und das hat natürlich dann eine Kettenreaktion ausgelöst und die Aktie hier unter den Stoppkurs gefallen. Aber ich finde die Story nach wie vor gut. Das Unternehmen ist günstig bewertet, wirklich. Und meiner Meinung nach ist noch diese Streaming-Geschichte bei Nautilus, wie sie Peloton macht, Cardiogeräte in Verbindung mit Online-Coaching, noch nicht im Kurs eingepreist und deswegen auf die Watchlist. Okay, auf die Watchlist, also Nautilus, jetzt schon mal auf die Modebranche, auch da gab es und gibt es Gewinner und Verlierer, ja. Zalando ganz großer Gewinner eigentlich, auch da eben diese erwähnte Branchenrotation, richtig. Aber auch da, ich meine, wenn man mal bei Zalando bestellt hat, klar, man darf jetzt wieder in den Shop bald hoffentlich und da dann direkt im Einzelhandel kaufen, man bleibt doch aber trotzdem Zalando-Kunde und wird es sicherlich weiterhin nutzen. Ja, glaube ich auch, also das ist nach wie vor, vor allem ist es ja jetzt nicht, auch wenn die Läden dann wieder aufmachen dürfen, sofort die ganzen Probleme weg. Im Moment gibt es ja keine Insolvenzen, aber die Verluste, die da angehäuft werden bei dem Modegeschäft, die sind ja unfassbar groß. Und na, es ist halt die Frage, wann sich diese Pleiten dann entwickeln werden. Es gibt ja wirklich ganz, ganz pessimistische Studien, nachdem in Europa jedes fünfte Modegeschäft verschwinden wird. Und ich habe es ja oft gesagt, da ist Zalando dann auf jeden Fall ein Unternehmen, was in die Bresche springt. Also völlig normal nach dieser Rallye 200% seit Empfehlung, wir hatten sie im März im Aktionär, und deswegen auch mittel- bis langfristig definitiv noch nicht ausgereizt. Dann schauen wir auf H&M noch aus dem Sektor. Da lief es jetzt für die Aktie zuletzt besser. Klar, da hofft man auf die Gegenbeispiel, genau. Der Märkte. Ja. Obwohl die ja auch online zugelegt haben. Die letzten Zahlen haben ja bewiesen, dass sie da im richtigen Weg sind und weiterhin sich bewegen. Aber ich glaube, das ist immer noch so diese Geschichte, dass Zalando steht nur für online. Aber H&M, du hast halt die Filiale überall. Du hast in jeder Fußgängerzone, in jeder größeren Stadt oder auch in vielen Kleinstädten, hier in Kulmbach gibt es auch H&M. Das sind ein bisschen später gestartet, was das angeht und haben sich da nicht zu... Naja, das ist halt immer noch Laufkundschaft. Also viele, die bestellen dann, das ist halt oft, sage ich jetzt mal, Mode dann zu mitnehmen, probiert man dann da an und dann kauft man sie halt. Na? Und der Markt sieht das auch so und deswegen ist H&M im Moment auf dieser Comeback Schiene. Man sieht es hier wunderbar ausgebrochen hier und naja, könnte jetzt in den nächsten Monaten spannend werden. Die Aktie kommt ja von ganz weit oben. Also ja, sollte man hier schon mal im Auge behalten. Dann machen wir das und schauen unter... Das war auch eine Empfehlung vom Aktionär. Okay. Nur am Rande. Gut, dass du so willst. Dann schauen wir zuletzt noch auf Beiersdorf. Da haben wir ja letzte Woche das Investitionsprogramm, die Details da erfahren. Oh, dann ist die Aktie abgestürzt. Wie könnte es jetzt hier weitergehen? Also das ist absolut indiskutabel hier in Beiersdorf. Letztes Jahr hat das Unternehmen auch nicht profitiert, wo die ganzen Konsumgüterhersteller aus der Peer Group, eine Reckitt Benckiser zum Beispiel, profitiert haben, weil ja Desinfektionsmittel und Putzmittel ohne Ende gefragt waren. Beiersdorf mit Hautpflegemittel, da jetzt nicht so unbedingt bei den Kunden gefragt. Und ja gut, jetzt dieses Investitionsprogramm, das dann auf die Margen drückt, in diesem Jahr dann auch. Und wieder ein Jahr des Übergangs. Und wenn man sich das KGV anguckt, ich meine, wir sprechen hier von 29 für 2021, definitiv zu hoch. Folge, Aktie abgeschmiert, giftiger Chart im DAX. Was soll man da sagen? Braucht man jetzt nicht. Gefällt mir nicht. Nicht auf die Watchlist, also nicht kaufen und auch, muss auch nicht auf die Watchlist unbedingt. Nee, definitiv. Da gibt es im Moment, auch wenn viele Werte schon gut gelaufen sind, nicht mehr günstig bewertet sind, was weiß ich, 1000 spannendere Werte als eine Beiersdorf. Im Moment. Gut, das war's. Dankeschön, Andreas, für deine Einschätzungen. Schön, dass Sie dabei waren. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder. Tschüss.